Güte, du hast endlich meine Werkstatt gefunden. Ich weiß, sie macht nicht viel her, aber sie ist mein Zuhause. Ich sagte doch, nenn mich Cassandra. Vor dem Stab? Ha. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe dir so viel zu zeigen in diesem großartigen Land. Wenn du es schon anbietest, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh, gib dir nur etwas Zeit. Die goldenen Felder enthüllen sich nur langsam und auf bestimmte Weise. Aber ich kann helfen. Komm mit mir. Vielleicht hast du recht. Ich muss den Kopf frei bekommen. Wohin? Ich betrachte mich als Schlüsselmacher. Einer meiner Schlüssel könnte dich interessieren. Was machst du in deiner Werkstatt? Erfinden. Alle Geheimnisse der Wirklichkeit sind hinter Türen versteckt. Meine Erfindungen sind wie Schlüssel, die diese Türen öffnen. Du hältst die Geheimnisse dahinter. Ah, du bist so weise wie Pythagoras. Doch warum reden wir davon? Wende den Blick dort. Persephones erste Festung. Hättest du sie nur sehen können, kurz nach der Errichtung. Wie vieles im Elysion ist es eine Ruine. Was ist geschehen? Dieser Ort ist wundervoll, wie alles, was Persephone erschafft. Doch die Welt verändert sich mit ihren Launen. Wenn ich Ruinen sehe, weiß ich, dass sie uns dringender denn je an ihrer Seite braucht. Ja! Los! Na los, komm! Die durch diese goldenen Felder kamen und sich im Glanz des ewigen Friedens sonnen. Sie alle dachten, nie etwas Schöneres zu sehen, bis sie schließlich Persephone erblickten. Na los! Ella! Dieser Lagerplatz ist der Ort, an dem Hephaistos ein Heim für Aphrodite errichtete. Das macht nicht mehr viel her. Es stand aufrecht, bis Aphrodite dieses Balg Adonis traf. Seine Fähigkeit, mit nur einem Lächeln Unruhe zu stiften, ist ohnegleichen. Ja! Ella. Bewegung! Oh, oh, oh! Was ist da drin mit mir geschehen? Stell dir einen Moment lang vor. In dir, in uns allen sind Pergamente aufgerollt wie Bänder. Auf diesen Pergamenten steht geschrieben, wer du bist, wer du warst und wer du sein wirst. Ergibt das Sinn? Wie alles andere hier ergibt es überhaupt keinen Sinn. Dann nennen wir es Schicksal. Dein Schicksal ist vorherbestimmt. Doch was du da drinnen erlebt hast, war ein Schlüssel, den ich geschaffen habe und der dir erlaubt, es zu kontrollieren. Ich habe viele erschaffen. Danke. Ich bin es nicht gewohnt, alleine zu segeln. Auf der Adrastea hatte ich immer Barnabas an meiner Seite. Ah, nun, ich hoffe, es vergeht noch viel Zeit, bis ich ihn hier treffe. Ich überlasse dich deinem Abenteuer. Du findest mich jederzeit in meiner Werkstatt. Chere, Hermes.